Einen wunderschönen guten Tag aus dem schönen Redding, Kalifornien. Ich habe heute die Ehre, mit meiner zukünftigen Frau einfach ein Video zu machen. Und wir haben einfach das so am Herzen gehabt, dass wir Gott einfach die Ehre geben, was er in unserem Leben gemacht hat. Und ich möchte einfach jetzt der Biene sagen, ja, wie war es für dich? Ja, also genau, von mir auch noch hallo. Ja, wir vielleicht habt ihr es ja sogar mitbekommen, ein paar Leute, die uns so auf Instagram oder Facebook folgen, ich weiß nicht genau. Wir haben uns, also ich habe mal ein Video kommentiert von dir, welches war das denn? Es war ein Jahr und 6 Monate frei von Pornografie und ja, Selbstbefriedigung. Danke Jesus, weil solche Dinge macht er. Genau, und ich habe das kommentiert damals und für mich war überhaupt nicht, ich bin aus einer Beziehung damals raus oder zu dem Zeitpunkt und für mich war das überhaupt nicht dran und ich habe auch überhaupt keine Intention gehabt, so jetzt, ja, jetzt finde ich jemanden, der Christ ist und passt schon. Und trotzdem haben die Tina und ich, die ich da drauf verlinkt habe, dich dann damals besucht und haben, und für mich war es schon so, ich habe ihn das erste Mal gesehen und er lag auf meinem Herzen einfach und ich habe so oft zu Gott gesagt, hä? Ich verstehe das nicht. Wie kannst du den Ersten da hinstellen und der liegt dann auf meinem Herzen? Das kannst du nicht machen, so ungefähr. Und ja, der Herr hat es aber so gemacht. Und ich habe am Anfang gedacht, okay, das ist nur Fokus, nur Fokus. Und wir haben halt am Anfang nur geschrieben, gell, über den Glauben. Ja. Und vielleicht erzählst du, wie es für dich am Anfang war. Ja, für mich war es einfach, ich habe sie hat kommentiert und ich habe ihr Profil angesehen und ich habe mal gedacht, boah, so ein hübsches Mädel, muss ich mich gleich persönlich melden, und ich habe mich dann persönlich gemeldet und es war am Anfang, wir haben geschrieben und dann haben wir mal telefoniert und dann hat sie vorgeschlagen, sie kommt mich mal besuchen in Österreich mit der Tina und ich habe dann meine Burschen dann gesagt, hey, es kommt jemand aus Deutschland. Weil ich eine Auszeit gebraucht habe, weil bei mir war so viel Zeug und Bachelorarbeit und egal, ich wollte einfach... Ja, schöne Österreich. Ja, und sie ist dann gekommen und dann waren wir halt bei uns öfters unterwegs einfach und haben, ich bin einfach ein bisschen da, wo ich herkomme, aus dem schönen Oberösterreich, habe halt gezeigt, wie das Leben hier so ist. Und ich habe mir schon immer gedacht, sie gefällt mir voll und sie ist da, aber ich habe nie in meinem Herzen so das Go bekommen vom Herrn. Ich habe nie so gehört, eine Stimme Gottes, das ist sie, heirate sie oder wie auch immer, gar nicht. Ich habe das einfach... Ich habe einfach sie hübsch gefunden und das war es eigentlich. Ja. Und am Anfang war es halt so, wir haben eigentlich halt nur über den Glauben geschrieben so und ich habe schon gemerkt, so irgendwie, also ich war dann manchmal an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, so okay, ja, was ist das jetzt? Und das waren auch nur die ersten 2 Monate, wo wir geschrieben haben und es war auch überhaupt nicht intentional oder so, also jetzt, es war überhaupt nicht so, dass wir da irgendwie über Beziehungen oder irgendwas geredet haben, gar nicht. Und dann sind wir auf die Holy Spirit Night und davor war ich noch im Urlaub und habe mein Handy nicht mitgenommen, weil der Herr da schon zu mehr oder minder zu mir gesagt hat, ich werde es jetzt brechen. Also ich werde euren Kontakt jetzt quasi cutten. Und ich so, nein, er gefällt mir schon. Wobei ich sagen muss, ich habe mich sehr oft in der Zeit geprüft und gefragt, bin ich in ihn verliebt? Weil ich dachte so, oh Gott. Und dann, nein, bin ich nicht. Und dann auf der Holy Spirit Night, kannst du wieder erzählen, was da passiert ist? Ich habe einfach dann zu ihr gesagt, ich gehe nach Amerika. Genau. Und für mich war das dann klar, ich werde mir keine Freunde nehmen oder irgendwas, wenn ich weiß, ich gehe jetzt nach Amerika. Genau. Und der Herr ist die große Liebe meines Lebens, Jesus ist die Nummer eins. Ja. Und wenn die große Liebe meines Lebens mit mir nach Amerika geht, sicher. Und das war für mich dann irgendwie auch mit ihr, ehrlich gesagt, erledigt. Ich habe dann nicht irgendwie... So hat sich's angefühlt. Ja, es war für mich... Ich habe dann vor Amerika schon ein bisschen gemerkt, so wie sie mir ab und zu angeschaut hat. Und ich habe mir gedacht, oh! Und ich so, nein, ich gehe nach Amerika. Und das war es dann eigentlich für mich. Und wie ist dir gegangen eigentlich zu der Zeit? Naja, er hat es dann tatsächlich so zu mir gesagt. Und Leute, ohne Schmarrn, es war wie eine Schlussmachstimmung, weil er das gesagt hat, obwohl wir nichts hatten, obwohl wir nicht zusammen waren, gar nichts. Und genau da, also genau an dem Punkt davor überhaupt nicht, hat der Herr zu mir gesagt, hey, du wirst nicht, date nicht, mach gar nichts, ich werde es machen und ich werde es übernatürlich machen. Und und das hat er dann auch gemacht, also er hat sofort quasi losgestartet. Also ab der Holy Spirit Night ging es los. Ich hatte dann Träume, mehrere Träume, also mehrere ist gut, also mehr oder minder über 30. 30, 40, irgend sowas. 30 habe ich aufgeschrieben, so kann man sagen. Und ja, wir haben uns immer in der Gruppe halt schon gesehen, so mit allen. Aber es war komplett eine Mauer da und wir haben auch...
in der ganzen Zeit, also jetzt bis Dezember letzten Jahres, also 2018, nie mehr geschrieben wie hahaha, ja. Also schick mir irgendein Bild und dann so. Irgendwie sowas, so aber zurück, mehr nicht. Weil für mich war das irgendwie so erledigt mit ihr, weil ich mir gedacht habe, so, ich bin jetzt in Amerika und ich konzentriere mich hier auf das und ich... Ja, das ist ja viel später gewesen, ja. Aber auch schon in der Zeit, wo du noch in Österreich warst, hast du... Und auch wie ich dann in Amerika war, habe ich... Ja. Ich habe gewusst vom Heiligen Geist, ich werde nächstes Jahr im Februar, März jemand kennenlernen. Der Heilige Geist, die Bibel sagt, er wird uns Dinge offenbaren, was in der Zukunft kommen. Und ich habe gewusst, ich werde irgendjemanden kennenlernen. Ja, und ich habe aber auch noch nicht gewusst, wer. Aber das Spannende war, zu der Zeit im September hat Gott mich so... September, Oktober war das, Gott hat mich gefragt, Andreas, versprichst mir du, dass du keine Frau hier datest? So cool. Und ich so, warum fragt er mich das? Thank you, Lord. Und ich so, also das Erste, versprich mir hier, dass du keine Frau datest. Und ich habe gesagt, ja, passt ja. Verspreche ich da halt. Ne? Und ich habe mal gedacht, aber wenn das alles vorbei ist, werde ich sofort mit dir. Das habe ich mir so, irgendwie so damals gedacht. Mhm. Ich bin versprochen, ich wäre keine Frau, weil ich bin ja wirklich wegen Jesus in der Schule. Ne? Und ja, genauso ist er dann geworden. Und du hast dann alles mitbekommen? Das Coole war, also da springt man jetzt ein bisschen vor, aber das Coole war halt echt, dass ich irgendwann so einen Punkt hatte, wo ich zum Herrn gesagt habe, hey, Herr, ganz ehrlich, wenn ich nicht daten soll, ja, und du sagst, du machst es, dann soll er auch nicht daten, ja. Dann bitte, wenn er eine datet, ist er raus, so ungefähr. Und ich meine, das war ja cool, dass er es nicht gemacht hat, also war ja eh cool. Aber ja, um einfach jetzt ein bisschen so das von mir zu erzählen und auch euch, vor allem euch Mädels, voll zu ermutigen, dass ihr wirklich bleibt am Herrn dran, weil ohne Schwan, ein Jahr lang war für mich echt ein Kampf und es war ein Struggle, aber der Herr ist so gutmütig mit euch und auch mit euch Jungs natürlich, aber es ist wirklich so, er hat jedes Mal, wenn ich aufgeben wollte, hat er es mir irgendwie bestätigt und er findet auch einen Weg, wie er mit dir spricht. Bei mir waren es oft Autokennzeichen, ich weiß, das ist ein bisschen crazy, aber so hat er total von Anfang an geredet. Er hat mir nach der Holy Spirit Night ein Auto gebracht mit einem Kennzeichen Andi, danach kam ein Auto mit einem österreichischen Kennzeichen und dann noch Crea, das heißt auf Spanisch als Ausruf Glaube. Und später noch einen Traum gegeben, wo ich erst ewig nicht verstanden habe mit Zahlen und Sachen. Und dann aber auch wirklich so angefangen, okay Herr, jetzt sehe ich die ganze Zeit Autokennzeichen, das ist doch freaky. Wenn er es ist, gib mir ein Autokennzeichen mit seinem Namen her. Und der Herr hat es gemacht. Also zwar, ich musste mehrere Monate drauf warten, aber er hat es gemacht. Und du hast mir ein Foto geschickt. Ich habe ihm sogar ein Foto geschickt und er hat sogar zurückgeschrieben. Mit Kutzi hat sie mir ein Foto, K-U-Z-I, und ich so, ein Zeichen, aber ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Also für dich war das da noch voll unoffenbart. Mhm. Aber der Herr ist so gut und noch ein Tipp von mir an euch Mädels, schreibt die Dinge auf, die ihr habt oder die ihr kriegt, also Eindrücke, Träume, schreibt die Dinge echt auf. Ich habe fast 4 Bücher Sachen aufgeschrieben und er war leicht geschockt. Ich war geschockt von den 30 Träumen, was ich hatte, über 30 Träume, das war bei mir... Ja. Ich sage, dass nicht alle Träume prophetisch waren oder nicht alle Träume haben irgendwie, manche Träume waren sicherlich auch einfach, um irgendwie das situativ, wenn man sich eh mal gesehen hat, so irgendwie vielleicht auch zu verarbeiten oder so. Aber es waren auch Träume dabei, wo ich jetzt einfach weiß, oh, die waren voll wegweisend und haben voll was darüber ausgesagt. Und jetzt schieben wir das ein bisschen vor, jetzt erzähl mal, wie das offenbart worden ist. Und dann sage ich noch was dazu. Ah, für mich war das... Ich habe so ein bisschen Kontakt mit mir gehabt, aber ab Amerika war es für mich erledigt. Und das Arge ist, Gott hat angefangen es hat wirklich angefangen, bei uns in der Revival Group haben wir Worte der Erkenntnis geübt. Also wir haben Gott gefragt für ein Wort der Erkenntnis. Er ist hier auf einer Schule, das auf einer Bethel School of Supernatural Ministry, wo 1400 Menschen von der ganzen Welt sind und wir lernen einfach, wir lieben einfach Jesus und wir wollen so viel mehr von ihm und einfach das, was in der Bibel steht, einfach wir lernen das Wort Gottes hier einfach immer mehr. Und ich habe einfach diese Worte der Kenntnis und wir haben, ein deutscher Freund hat einfach, ich habe ihn gefragt, lass uns Gott fragen wegen einer wichtigen Person in unserem Leben. Und der fragt Gott so und er sagt zu mir, er hört den Namen Sabine. Und dann so, ja, das ist der Name von deiner zukünftigen Frau, weißt du, nicht so, ich kenne keine Sabine, weil ich ja wirklich fast keinen Kontakt mit ihr hatte. Und dann sagt er, er hört den Namen Sabine und ich so, schau ihn an und nach 15 Sekunden, oh mein Biene. Gott, ich kenne eine Biene, aber ihr echter Name ist ja Sabine. Und dann so, nein, ich so,
das ist mir zu wenig, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ja. Und dann war ich in Orlando, das ist so cool. Und das war das erste, wo ich da unbedingt die ganzen Leute sehen wollte, bei der Jesus 18. Und dann war ich da in meinem Bett alleine und ich in meinem Bett wirklich, und ich spüre, wie in meinem Herzen was passiert. Wumm. Also ich spüre wirklich, wie auf einmal ein Verlangen für diese Frau in mein Herz kommt. Und ich kein sexuelles Verlangen, nein. Dazu nicht schocken. Nein, einfach ein Verlangen, dass ich mit ihr abhänge. Dass ich genauso wie jetzt hier einfach, also, ja. Und ich habe mir gedacht, was ist das? Und dann hat mir Gott gezeigt in Sprüche 21, the King's Heart, also das Königsherz ist in der Hand des Herrn. Wie die Wasserbäche, er neigt es, wohin immer er will. Und er hat mir gezeigt, und der hat mir dann darauf später mal gesagt, er hat mein Herz zu dieser Frau geleitet. Und ich habe gesagt, Alter, Herr, was? Und auf einmal habe ich angefangen in der Schule, während der Schule, ich bin da, ich bekomme die Visionen mit ihr. Ich bekomme die Visionen von ihr, wo Gott mir sagt, sie ist ein Segen für meine Familie, ein Segen für meine Leute von dort, wo ich herkomme, ein Segen für das, was Gott in der Zukunft vorbereitet hat. Und dann die Bibelverse, wer eine Frau gefunden hat, hat etwas Gutes gefunden. Und ich bin da. Und ich denke mir, oh mein Gott. So, und dann kommt einer her, das Spannende, kommt einer her und sagt zu mir, Gott zeigt dir gerade was, hat keine Ahnung von mir, was gerade in mir abgeht. Keine Ahnung, sagt zu mir, Gott zeigt dir gerade was, und es hat was am 9. März zu tun. An dem Tag, wo ich hier den Heiratsantrag gehabt habe, war 9. März. 9. März, Der hat keine Ahnung gehabt, was, um was es geht. Ich habe nicht einmal gewusst zu dem Zeitpunkt, wann kommt sie an. Und dann habe ich gewusst, okay, 9. März. Und für mich war das am Anfang so, glaube ich, ich bin ein Extremist. Alle Menschen, die mich kennen, wissen, ich bin dann extra sogar nach Deutschland geflogen, weil ich zu ihrem Vater, weil ich gewusst habe, ich will, wenn ich sie frage eines Tages, ihr Vater. Und ich habe zu ihrem Vater gesagt, ja, ich will sie heiraten und ich will, mir ist das wurscht, wenn ich sie heirate, ob ich es diesen Sommer, ob ich es nächsten Sommer, mir ist das so wurscht, weil ich will ihr nur zeigen, ab dem ersten Date, das ist meine Frau. Und ich will, ich habe so viele Spiele gespielt mit Frauen, ich habe so viele Spiele gespielt mit Mädels und ich will ihr ab dem ersten Date zeigen, das ist die Frau, für die ich all in gehen werde. Und das Coole ist wirklich, oh Gott, ist so gut, hey, ohne Schmarrn, oh mein Gott, ich merke es gerade, ich bin so arg. Nein, es ist wirklich so, weil Gott hat in der Zeit, also er hat alles, ich sag's einfach, er hat sich so in uns beiden, so auch schon, wo er ihm noch gar nichts offenbart war, mir schon, aber ihm gar nichts, so verherrlicht. Ich habe 10 Monate Heilung erlebt, ab dem Zeitpunkt, wo bei uns das gecuttet wurde. Und ich habe so eine Heilung erlebt und dadurch, in der Zeit, wo ich diese Heilung hatte, so war für mich echt so, dass ich immer gesagt habe, hey, ist er nur da, um dass ich Fokus lerne? Oder ist er, für was liegt er auf meinem Herzen, wenn nichts passiert? Es ist so, also ich war schon sehr ungeduldig und habe aber immer wieder so gemerkt, nein, der Herr ist komplett da und er hat mir so viel beigebracht in dieser Zeit. Und dann im Sommer, eigentlich zu deiner Verabschiedungsfeier, das war echt krass, weil das war auch noch mal eine Zeit von 2-3 Monaten, wo er mich bewusst mehr oder minder schon wirklich abgelehnt hat. Also echt einfach, er ignoriert mich. Also entweder er mag mich voll und weiß gar nicht, was abgeht, oder er mag mich gar nicht. Also eigentlich so, ne? Aber also du kannst es selber nicht so ganz bestimmen, was das war, gell? Es war in mir sowas, es war wie eine Mauer in meinem Herz. Es war eine Mauer in meinem Herzen aufgestellt. Und das Arge war dann, wie Gott angefangen hat, mir das zu offenbaren, sie ist meine Frau. Ich war in meinem Secret Place, ich war in meinem Gebet, ich war einfach in meinem Heiligen Geist. Und auf einmal habe ich angefangen, mich in diese Frau zu verlieben. Ja, und ich habe Gefühle zu bekommen. Und was ich noch sagen wollte, ist, ab da, wo bei mir die Heilung stattgefunden hat, deswegen Mädels, aber auch Jungs, bitte lasst euch erst vom Herrn formen, lasst euch, diese Geschichte muss nicht bei euch so laufen, es muss nicht so laufen, aber lasst euch heilen und heiligen vom Herrn direkt, weil er füllt euch auf, er gibt euch alles und es ist bei uns nach wie vor so, er ist unsere Basis und er wird immer bleiben. Und das ist für mich, ab da, wo ich gewusst habe, jetzt ist die Heilung vorbei, war ich ohne Zweifel. Da hat der Herr mich wirklich gefragt, so, glaubst du mir oder glaubst du den Umständen und alles, wie es aussieht, dass gar nichts ist? Und ich so, okay, nein, Herr, ich glaube dir jetzt. Und das war im Sommer. Und ab dem Sommer wusste ich, er wird mein Mann. Also es war davor, lag er auf meinem Herzen schon die ganze Zeit. Aber ab Sommer war ich sicher, er wird's. Und der Herr ist sowas von gut, weil im Dezember habe ich in mein Buch aufgeschrieben, schreib so viel auf, weil er mir so viel gibt und so viel gezeigt hat, habe ich aufgeschrieben, Vater, ich glaube, du kannst mich ihm jetzt offenbaren. Er ist bereit, so in der Art, wird es nicht auch langsam Zeit? Und dann hat es angefangen, dass ich
die Offenbarung bekommen von dieser Frau. Am nächsten Tag, das war am 6. Dezember, am 7. Dezember hat er noch gesagt, okay, ich habe ihm das Go gegeben. Und 2 Wochen später hast du mir geschrieben. Und dann habe ich gewusst, sie wird meine Frau. Und ich so, oh mein Gott, wie mache ich sie klar? Wie mache ich sie klar? Ich habe keine Ahnung. Und ja, und ich habe auch Visionen gesehen, wo ich mit dir Videos mache. Und das hier ist unser erstes Video. Nein, es ist so, der Herr hat so viel auf unser Herz gelegt. Also wir haben, aber es ist so cool, was der Herr alles macht. Aber was wir jetzt auch mit dem Video wollen, ist einfach, dass... Leute, hier geht es einfach nicht um uns. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Er ist der Autor, er ist der Anfänger, Vollender, auch von unserer Liebesgeschichte und auch in unserer Beziehung. Jesus ist von ihr und von mir die Nummer 1. Sie wird nie mehr eine Nummer 1 sein. Nein. Es ist nur Jesus. Und genauso und wir sie. Werden aber dadurch uns auf so einem hohen Level lieben, wo du nie hinkommst, wenn du Jesus nicht als deine 1 hast. Das sage ich dir. Und es ist einfach so cool. Und wenn ihr mehr Fragen habt, dann schreibt uns einfach, weil wir jetzt natürlich viele Details gar nicht erzählt haben, aber der Herr wird noch so viel machen und seid gesegnet einfach ganz reich und ganz liebe Grüße. Liebe Grüße aus dem schönen Redding, bei den Burning Falls. Tschüss. Ciao.